Und wir sind wieder zurück zu Pokémon Weiß. Wir sind in Navajo City, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja. Wir wollten uns letztes Mal umschauen, aber die Stadt war noch so groß und das ist sich nicht mehr ausgegangen, also machen wir es jetzt. Das legendäre Pokémon eilt dem Helden auf der Suche nach der Wirklichkeit zu Hilfe und schuf dieses Land. Hernach legte es seine irdische Hülle ab und harrte in Gestalt eines Licht Steins, der Geburt eines neuen Helden. Aha. So will es zumindest die Legende, die ich als kleiner Knips gehört habe. So, ich habe jetzt überhaupt noch keine Taktik, wie ich da vorgehen kann. Wenn man durch das Moor geht, kann es vorkommen, dass einen aufgeschreckte wilde Pokémon angreifen. Okay, gut. Tatsächlich. Nein! Und dann noch Sandreck. Schnuthelm! Nehmen wir uns gleich. Gut, eigentlich kann ich es ja töten, oder? Das ist ja Käfer und Metall. Nein. Weil dann hau ich mal gleich einen Schutz rein und dann haben wir das Problem auch gelöst. So, dann machen wir das ganz einfach so. Und schon werden wir von niemandem mehr belästigt. Ups. Okay, da ist einmal nichts. Ist da irgendwas? Auch nichts. Aha, da geht's weiter. Okay, das ist nicht so cool. Und da mal ein Hyperball. Okay. Okay, da muss ich runter, da kann ich aber nicht. Sonne und Mond im Tanz sich umschlingen heute. Abend kann alles. Okay, die Tanz, du jetzt nicht extra vorlesen, oder? Das legendäre Pokémon Reshiram vermachte dem Helden einst die Gabe der Weisheit und vernichtete dessen Feind mit Säulen lodernden Feuers. Getrieben von dem Gefühl der Ehrfurcht und Anerkennung für das Pokémon und den Helden, vereinten die Menschen ihre Kräfte und schufen so Hand in Hand ein neues Land. Und so ward die hiesige Einhalregion geboren, zumindest wenn man der Legende Glauben schenken mag. Wer Tag ein, Tag aus ein energieloses oder ein ereignisloses und eintöniges Dasein fristet, vergisst wohl darüber eines Tages den Wunsch, aus dem Alltagstrott auszubrechen. Die Drachenstiege sei ein Ort, wo sich Wunsch und Wirklichkeit vermischen. Schon seit Anbeginn der Zeit, so heißt es, rage sie hier in den Himmel empor und das lassen uns allen in Schutz. Irgendwas, jetzt habe ich es kurz einmal auf dem zweiten Bildschirm geschaut und schon habe ich mich etwas überlesen. Aber womöglich handelt es sich dabei um nichts weiteres als ein Ammenmärchen. Übrigens, Sandro hat früher mal hier einen Film mitgespielt. Okay. Das ist schön für den Sandro. Aber darunter kommen wir jetzt nicht. Das ist blöd. Willkommen im Pokémon-Fan. Fanclub, möchtest du die Freundschaft zu einem deiner Pokémon testen ziehen? Ja? Nehmen wir Slavos. Oh, dein Atmurai. Es hat dich ja wirklich sehr lieb, da werde ich ja ganz grün vor Neid. Hallo, du gestatte, dass ich mich dir in aller Bescheidenheit kurz vorstelle. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Clubs und gleichzeitig der größte Pokémon-Fan unter der Sonne. Du bist doch auch ein Trainer. Möchtest du mir nicht zeigen, wie viel Zuneigung du investierst, um Pokémon aufzuziehen und zu trainieren? Ja, okay, welches Pokémon? So ist. Oh, du hast dieses Atmurai mit Level 5 getroffen und jetzt hat es Level 41. Das hast du ja gut trainiert und warst mit ganzem Herzen dabei. Jetzt kriegt man EP-Teiler. Sehr gut. Dies ist der Dank dafür, dass du mir gezeigt hast, wie lieb du dein Pokémon hast. Eins wollte ich nur noch schauen,
Weil ich jetzt nicht mehr genau weiß. Ups, nein, dahin wollte ich eigentlich gar nicht schauen, sondern daher. Hat das Lämpchen. Hat kein Item ge. Eieiei, wir haben den EP-Teiler. Ah, den EP-Teiler des Glücks. Er hat's. Okay. Weil die nächste Arena ist eine Frost-Eis-Kack-Arena. So, und da wird Lämpchen sicher aufsteigen. Und gehen wir da wieder raus. Haben uns einen EP-Teiler geholt und fertig. Unerschütterlich, trotz dieser Turm seit Menschengedenken, Wind und Wetter. Das war jetzt irgendwie ein komischer Satz. Sein bloßes Vorhandensein scheint uns allen etwas vermitteln zu wollen. War ja schon wieder ein paar so Idioten. Hallo und hereinspaziert, nur keine falsche Scheu. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung, ich darf euch jetzt also den heutigen Kandidaten vorstellen. Du da. Willkommen, willkommen. Beginnen wir doch gleich mit unserem Quiz. Je mehr richtige Antworten, desto besser die Stimmung. Also dann, auf die Fragen, fertig, los. Viel Glück. Hier kommt auch schon die erste Frage. Was ist heute für ein Tag? Also das ist doch mal eine richtig schwere Frage, weißt du das? Ja, einen Tipp, einen Tipp. Na, was soll das? Das Publikum verlangt nach einem Tipp. Klar, warum nicht? Hier kommt also ein kleiner Tipp. Es hat etwas mit dir zu tun, Caro. Ja, das ist sehr hilfreich. Tipp. Ein sehr hilfreicher Tipp. Und, Kandidat, weißt du jetzt schon eine Antwort, was heute für ein Tag ist? Pff. Trainer. Attacke. Angriff. Das ist ja mal schade. Ja, das ist leider falsch. Nicht doch. Trotzdem gut gemacht. Ja, das war gut genug. Als Andenke bekommst du diesen Paraheller. Wenn du mir scheint, scheiß da. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung. Also bis morgen wieder. Ja, ich komme sicher nicht morgen wieder, ihr Geisteskranken. So, dann schauen wir mal in die Arena rein. Oh shit. Ui, wupp. Und da haben wir den ersten. Ich sehe, die ist schwindelig vom Aufbau dieser Arena. Das werde ich mir zunutze machen und dich gleich hier aufhalten. Nein, wirst du nicht. Außer er hat irgendwas, was mich zerstören könnte. Aber das glaube ich auch nicht. So, wir werden Funkenflug machen. Bup. Und das war's schon. Wir sind 37, super Lämpchen. Noch eins. Das werden wir auch gleich töten. Dann mache ich ihr Licht, sicherheitshalber. Ist egal, du stirbst sowieso nicht. Angriff, naja, den Angriff kannst du eh quer in den Hintern schieben. Frigometri. Gib uns ein Frigometri-Eis. Kristall. Ich werde ihn auf jeden Fall einmal anzünden. Dass seine physischen Attacken mal um die Hälfte schwächer sind. Er wehrt die Attacke ab. Genau. Eisstrahl. Okay, das dürfte eigentlich nicht so stark sein. Funkenflug. Mach halt den Eisstrahl. Ist mir egal.
So. Wenn ich mich jetzt heilen. Hypertrank ist zu stark, dann haben wir uns eine Kuhmuhmilch ran. Also wie kann ich einfrieren? Ich bin eine Flamme. Mir ist egal, ich heile mich so lange hoch. Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, mach Säurepanzer und verrecke einfach dran. So, einmal noch und dann bist das. Dann bist das. Mein Eisheiler. Schlaf, ich weiß nicht, was da glaube ich ist, oder? Lämpchen, bitte tau wieder auf. Okay. Mich würde interessieren, wie sich das Lämpchen jetzt das gefressen hat. Na? Aber wir müssen uns endlich entwickeln. Ich glaube, auf 38 müsste jetzt eh soweit sein. Dann werden wir wenigstens eine Spur stärker. Inferno. Ah, das ist, glaube ich. Ah, okay, das ist. Aber die ist halt sehr. Sagen wir mal, schwach. Na, dann nehmen wir das. Oh nein! Nein, entwickelt sich nicht. Okay, dann habe ich mich geirrt. Darf ich dich um einen Kampf bitten? Eigentlich nicht. Satsuki. Ah, es wird schon wieder so ein Dreckstyle. Okay, das heißt, da werde ich jetzt ganz geschmeidig mit ihr Licht wieder angreifen als erster. So, jetzt brennt er mal, sicherheitshalber, und ich versuche mal das Inferno zum Einsetzen. Außer er macht jetzt Lichtschild natürlich, das war eh klar. Ach Gott. Okay, das trifft irgendwie nicht. Einmal probieren wir es noch, wenn nicht, dann scheiße ich drauf. Aber das kill ihm jetzt. Was? Okay, drauf geschissen. Drauf geschissen. Ich wollte jetzt nicht so viel AP verschwenden, aber scheiß drauf. Hui! Ich glaube, du warst bisher mein stärkster Gegner. Ich versuche immer ruhig zu bleiben und die Kampfsituation genau zu überblicken. Hoffentlich hat er nicht auch wieder so ein... Ja. Nein, hat er nicht. So ein Dreck hat er. Und ihr Licht. Nein. Ja. So. Ah, nein, jetzt habe ich Böde gemacht. Nein, ist egal. Schau mal, was abzieht. Ja, es tötet ihm auch somit. Auch nicht schlecht. Hä? Was war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, ist wahr. Du siehst das ganz genau.
Okay, aber zuerst kämpfe ich gegen die da. Wie immer ist das Problem nicht, ob ich kämpfen kann oder nicht, sondern ob ich kämpfen will oder nicht. Ein Bettsniff hat. Ich will es mit Inferno vernichten. Na, ich hab's wenigstens versucht. Ein Gelatropo. Ein Eis. Probieren wir nochmal Inferno. Es schmilzt nicht, okay. Ja, mach. Mach, was du willst. Ich werde aber jetzt Begrenzer machen. Ah, Begrenzer, was rede ich? Bürde. Aber ich will mal die Feuer-AP aufheben für meine Feuerattacken, die nicht heilen gehen muss zurück. Das wäre sonst scheiße. So, und die letzte Attacke nutzen wir, dass wir uns heilen können. Und weg. Wenn du nicht kämpfst, kannst du nicht verlieren, wirst aber auch nicht stärker. Logisch. Okay, das hat schon mal absolut keinen Sinn gemacht. Aber dafür weiß ich jetzt, was weitergeht. Das ist der Vorteil. Ich will da bloß nicht irgendwo hängen bleiben. Hui, blub. Und da ist schon der nächste. Dieser rutschige, gefrorene Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. Na, hallo? Also ich glaube, das hat sich aufgehängt. Ich habe nämlich gedrückt, aber wahrscheinlich nicht gescheit. Komm, Lämpchen, du musst dich ja bald entwickeln müssen. Das gibt's ja nicht. Ja, mach Eisstrahl. Und langsam sieht man auch. Das ist auch blöd. Dann machen wir trotzdem Bürde. Mach mal Bürde. Mach mal Bürde. Okay, 40, aber jetzt müssen wir uns entwickeln. Das gibt's ja nicht. Okay, ja, hörst du auf? Mach mal Funkenflug. Dann mache ich hier Licht. Stirb jetzt ja nicht weg. Weil ich wollte dich ja noch heilen. Oder so.
Er wäre sowieso schneller gewesen. Flatsch! Ich habe verloren, weil ich ausgerutscht bin. Noch immer nicht? Das gibt's ja nicht. Das kann's ja nicht sein. Das ist aber komisch. Entwickelt sie sich nicht mehr? Komplett nicht mehr? Ich bin der König aller Karatekämpfer. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfen wirst, haben viele Attacken von mir gelernt. Und wahrscheinlich genau die gleichen wie vorher. Also nichts Neues. Na, es bringt nichts. Ich will, dass es sich entwickelt. Sehr gut. Kann ich nicht irgendwas machen? Irgendein Billigheiler? Haben wir nicht noch irgendwas? Kampf-Items? Da. Spezialangriff. Spezialabwehr. Da friss. Nein, es ist nur zum Überbrücken. Weg ist er. So ich nicht deine Attacke verschwenden muss. Und soviel ich weiß, das Pet-Sniff da haltet sowieso nichts aus. Der müsste mit Funkenflug weg sein. Oder zumindest annähernd. Ja, weg. Ist noch besser. Als König aller Karatekämpfer hätte ich nicht gedacht, dass ich verliere. Endlich. Und das wie ausgerechnet vorm Arenaleiter. Trim. Ja. Laternecto. Hammer, sehr gut. Jetzt können wir es noch heilen. Weiß nämlich nicht, wie voll das war, aber ich möchte es, dass es ganz voll ist. Oh, es ist unser Lämpchen unbesiegbar. Unbesiegbar. Nein, das stimmt natürlich nicht. So stark ist es dann doch nicht, aber es ist schon sehr stark. So, da haben wir einen Sandro. Aus deinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, den Arenaleiter herauszufordern. Nun, ich lasse uns keine Zeit verlieren. Babam. Was hat er denn? Ein Eis. So, da werden wir natürlich gleich anfangen mit Irrlicht. Das einmal brennen. Und so stark ist er nicht. Da werden wir nicht mit. Oder? Kann ich. Naja, ich greife trotzdem mit Irrlicht an. Ich habe genug AP. Du bist stark, nein. Du und dein Team, ihr seid stark, wenn ihr gemeinsam kämpft. Funkenflug. Und tschüss. Siberio, ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Das ist die Weiterentwicklung von dem Petsniff da. Den werden wir auf jeden Fall aber irrlichten. Oh mein Gott.
ob ich das riskieren will. Na, ich probiere es einmal. Es verletzt sich selber. Gut. Gut. Lämpchen hat genug getan. Fast die komplette Arena besiegt. Kommt die Killerin dran. So, und ich zeige jetzt, wie das richtig geht. Gebare. Die haut sich sicher wieder selber, egal. Jetzt macht der Hypertrank. Das ist ein Penner. Aber die Killerin lässt sich nicht da verwirren. Jetzt noch ein Hypertrank rein. Wenn der Knirscher trifft oder so, dann war's das. Weil du jetzt weniger Verteidigung hast, mein Freund. Tja. Bleiben wir gleich mit der Killerin drin. Training ist erst dann auch wirklich Training, wenn man bis zum Äußersten geht. Ich habe irgendwie voll die langsamen Pokémon. Fällt mir gerade ein. Sehe ich gerade. Anscheinend, weil irgendwie sind alle schneller außer ich. Du und dein Pokémon-Team, ihr gebt ein wirklich gutes Gespann ab. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung, daher überreiche ich dir dies hier. Nämlich den super tollen Orden. Jetzt fehlt uns noch einer. Das war's dann. Ja. Du hast 7 Orden. Das bedeutet, dass du nun Pokémon bis Level 80 gehorchen. Und ich mache das Thema als Zeichen meiner Wertschätzung. As Odem. As Odem ist eine Attacke mit Volltreffergarantie. Ja, schön. Freut mich. Wir haben es geschafft. Das ist einmal das Wichtigste. Das heißt, ich kann jetzt dann heilen gehen. Zack. Und... die Leecher. Okay, Caro, ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem wir von Avenitia aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich möchte oder machen muss, drängt sich mir unweigerlich das Gefühl auf, dass mir nichts von all dem noch zusagt. Ich bin es, der stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, unser Sharon, wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Caro, ich werde dich jetzt zum Pokémon-Fanclub aufmachen. Ich will auch herausfinden, was ich gern mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Ich bin Bell und das ist Sharon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Aha, nichts anderes haben wir vom Arenaleiter von Navajo erwartet. Selbst Schatten gestalten wir uns, das Finstrio, hast du gleich bemerkt. Wir wollen dies eigentlich nur Caro mitteilen, aber sei es drum, unser Meister Jesus will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst dort von Meister N erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das denn zu bedeuten? Hey, ihr, klärt mich auf. Weg sind's. Du musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena Herausforderung. So, jetzt hau ich mal gleich am Mund so. herausfordern willst. Denn die Pflicht. Ich muss mich schleunigst zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt doch nördlich von hier, nicht? Na komm, verpiss dich.
Aber was soll ich jetzt machen? Ich laufe halt den anderen nach und begebe mich zur Drachenstiege. Wo sollen die denn gleich gewesen sein? Nördlich von hier, oder nicht? Ja, genau. Aber das werden wir jetzt in dem Part nicht mehr sehen. Wir werden nur noch sehen, wie ich mich heil. Und ja, ich beende jetzt den Part gleich und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also bis dann, euer Zlabos. Tschüss, Dankeschön.